Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Kau mal hier. Die Weihnachts-Edition. Ja, richtig. Und die Pflanzlich-Edition, wie wir an unseren netten kleinen Begleit-Pokémon für dieses Video sehen können. Richtig. Also was gibt's? Was Weihnachtliches. Was Weihnachtliches? Ja. Haben wir denn schon was da? Wollen wir es den Leuten zeigen? Aber sind wir dumm und haben es auf den Schrank dort drüben gestellt? Ja, aber ich sag mal so, es ist ein Stollen. Magst du ihn kurz holen, mal einen Teller? Ja. Und da ist natürlich, weil wir gut vorbereitet sind und sich das Mikro hier auch schon wieder löst, unser Stollen. Also, wir hatten ja letztes Jahr schon mal die Freude, euch ein Stollenrezept, ein vogtländisches Christstollenrezept zu präsentieren, und es kam auch ziemlich gut an. Mhm. Und im Laufe des Jahres habe ich mir so überlegt, es wäre ja eigentlich mal ganz interessant, einen veganen Stollen zu backen. Denn grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich immer mehr Menschen ohne tierische Produkte ernähren und nicht nur vegetarisch, sondern eventuell, wenn es eben möglich ist, auch gleich vegan. Macht an vielen Stellen Sinn, darf aber natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und auch, ob man komplett vegan leben möchte oder ob man sagt, man ersetzt die Produkte an den Stellen, wo es für den eigenen, wie soll ich sagen, wo es für den eigenen Tagesablauf gut möglich ist, ohne dass man sich jetzt mehr einschränkt. Denn ich finde, grundlegend ist es so, auch kleine Schritte machen da Sinn. Anstatt dass man sagt, es muss zu 100% perfekt sein, macht es ja trotzdem schon Sinn zu sagen, man nimmt halt das vegane Schnitzel statt das normale Schnitzel, wenn es einem genauso gut schmeckt. Und man ist zwar dann nicht komplett vegan, aber man hat zumindest da schon so ein bisschen Umdenken drin. Und wir dachten eben, oder ich dachte, du bist da ja nicht ganz so involviert in dem ganzen Ding. Ich nehme, was kommt, Hauptsache genau. Es schmeckt und ich bin glücklich. Genau. Und da dachte ich mir eben so, ein Weihnachtsstollen in vegan wird zwar, glaube ich, teilweise schon ab und zu mal wo angeboten, in Bioläden oder so. Mhm. Ja, gut, wobei es sind auch schon teilweise größere Bäckereien, die dem Trend sozusagen folgen. Okay. Also das habe ich auch schon aus beruflichem Hintergrund schon erfahren, dass das auch gemacht wird. Ich glaube sogar in Plauen, wo ich gewohnt habe bis Anfang des Jahres, bei mir an der Ecke vorn war ja auch ein Bäcker. Und ich dachte sogar, dass die ein Jahr auch mal den veganen Stollen ausprobiert haben. Da habe ich aber nichts von abbekommen, weil die haben halt nur eine kleine Menge davon produziert und wollten das erstmal testen, ob das überhaupt angenommen wird. Und es wurde sehr gut angenommen. Und ja, jetzt wohnen wir dort nicht mehr. Es muss letztes Jahr gewesen sein, glaube ich. Möglich. Und genau, weil das aber teilweise natürlich oft sehr teuer ist und grundsätzlich Backen auch Spaß macht, gibt es jetzt ein Rezept für einen veganen Christstollen. Ja. Na, ihr seht ihn hier schon. Also man muss dazu sagen, es ist eigentlich das gleiche Rezept, das wir in dem Video vom letzten Jahr schon verwendet haben. Das backe ich seit über 10 Jahren auf jeden Fall schon mit meiner Oma jedes Jahr. Und ich dachte mir so, das lässt sich recht einfach veganisieren. Man muss nur die Milch austauschen, statt normaler Milch eben eine Pflanzenmilch. Wir haben hier Hafer verwendet, man kann aber natürlich auch Mandel nehmen, würde auch gut reinpassen. Dann das Butterschmalz haben wir komplett durch Margarineschmalz ersetzt. Und es würden theoretisch 2 Eier in 3 Kilo Stollenteigmasse gehören. Die haben wir jetzt einfach ganz dreist rausgelassen. Und er hält trotzdem gut zusammen. Also bin ich jetzt persönlich vom Optischen erstmal der Meinung, die 2 Eier auf 3 Kilo Masse haben wahrscheinlich nicht so viel ausgemacht. Wir werden es dann geschmacklich natürlich noch testen. Ja. Was ich auch noch dazu sagen möchte, das Intro ist dann gleich soweit fertig. Wir hatten letztes Jahr viele Kommentare natürlich, nein, die Form des Stollens ist nicht in Ordnung, das gehört nicht rein, das habt ihr vergessen, das müsst ihr anders machen. Ja. Es gibt wahrscheinlich 1001 Stollenrezept und das wird nicht reichen. Es ist traditionsmäßig sehr unterschiedlich. Es ist familienbezogen sehr unterschiedlich. Die Falttechnik ist verschieden. Es gibt ja sogar so Stollenhauben, was bei uns hier überhaupt nicht verbreitet ist, wo der dann so fast dreieckig wird. Es gibt welche, die schlagen den über. Ihr seht hier die Variante, die wir bei unseren vogtländischen Christstollen verwenden. Wenn ihr der Meinung seid, euer Stollenrezept wird traditionell anders gemacht, die Formung wird anders gemacht, tut es. Das ist überhaupt kein Problem. Das Wichtigste ist, dass der Stollen den Personen, die den backen, am Ende schmeckt. Und nicht, dass er irgendwelchen Kriterien entspricht, die jemand, der vielleicht 200 Kilometer entfernt wohnt, in seiner Region hat.
Deswegen bitte ich darum, schreibt nette Kommentare. Wenn ihr keine netten Kommentare habt, dann lasst es doch einfach mal. Das habe ich schon in der Grundschule gelernt. Und auf Diskussionen, dass der Stollen jetzt irgendwie falsch wäre oder dass womöglich ein veganer Stollen gleich gar nicht geht, da werden wir dieses Jahr nicht eingehen. Diese Richtig. Kommentare werden ignoriert. Wenn sie besonders unfreundlich sind, werden sie gelöscht. Vegan ist nämlich auch noch zusätzlicher zum eigentlichen Stollenthema ein schwieriger Knackpunkt. Genau. Und wenn ihr keinen veganen Stollen backen wollt, dann tut es einfach nicht. Wir haben noch ein anderes tolles Stollenrezept. Das verlinken wir euch jetzt gerne auch hier. Und ihr könnt gerne auch dieses Stollenrezept ausprobieren. Das schmeckt auch wirklich gut. Wir haben viele positive Rückmeldungen gehabt. Ja. Und ja, dann macht ihr den halt einfach nicht vegan. Und wenn ihr ihn ganz anders backt, ist es auch schön. Genau. Genau, dann habe ich jetzt erstmal möglichst freundlich meine kleine Rage-Tirade hier untergebracht. Nein, aber das wollte ich halt auch im Endeffekt erwähnen. Ich habe es, wie gesagt, aus beruflicher Sicht allein schon jetzt in der letzten Zeit erlebt, habe Stollenprüfungen begleitet und selbst die Stollenprüfer sagen halt, dass es schön ist, dass halt so viele regionale Unterschiede gibt. Dass und du das halt selbst in so einem kleinen regionalen richtig. Bereich, wie wo du zu der Stellenprüfung warst, das hat sich ja nicht über mehrere richtig. 100 Kilometer ausgedehnt. Und das ist halt so ein bisschen diese Facetten, die es gibt. Und wie du es schon gesagt hast, klar, es gibt für jemanden ist das andere Rezept, vielleicht ein Dresdner oder ein Erzgebirgischer oder was weiß ich was, genau. das ultimative Rezept, aber es gibt halt auch noch andere. Deswegen war es halt schon ein bisschen schade, dass da halt so komische Kommentare kamen. Aber das ist YouTube, das Teils ist normal. Auch Kommentare, wo ich gar nicht weiß, was damit gemeint war, aber, wo keine Erklärung war. Ihr okay. kennt das ja. ja. Ne? Und deswegen einfach mal genau. schauen. Versucht es doch einfach mal, ob er euch schmeckt. Und wie das Ding entstanden ist, das gucken wir uns jetzt an. Genau, das haben wir nämlich schon vorbereitet. Der gute Kandidat hier unten für dieses Jahr, der lag nämlich auch schon 4 Wochen und hat sich brav ausgeruht. Und die Geschmäcker sind richtig durchgezogen. Und deswegen wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß beim Herstellungsprozess. Und wir sehen uns dann gleich hier. Mit dem besten Teil des ganzen Videos, ja. hoffe ich zumindest, ja. mit der Verkostung wieder. Und mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Die Bisas sind, glaube ich, auch schon ganz aufgeregt. Ja, das Hier, stimmt. Die Bommel wackeln schon ganz aufgeregt. Na dann, viel Spaß. Bis gleich. Bis gleich. So, hier hätten wir jetzt mal alle Zutaten für euch aufgebaut sozusagen. Und wir würden sie jetzt noch mal kurz durchgehen. Hier haben wir also veganen Haferdrink. Dafür haben wir uns hier entschieden. Ihr könnt gerne auch Mandelmilch verwenden. Das ist euch überlassen. Das wird also quasi unsere Kondensmilch auch noch mit ersetzen, da ich jetzt nicht extra noch ein Zusatzprodukt kaufen wollte. Normal kommen halt Milch und Kondensmilch rein. Dann haben wir natürlich ganz wichtig unser Mehl, Zucker. Da brauchen wir nicht alles, genauso wie wir hier nicht alles brauchen. Mehl, das ganze Kilo wird genommen. Das wären hier Zitronat und Orangensaft. Insgesamt 300 Gramm. Ich habe mich für einen größeren Teil Zitronat wie Orangensaft entschieden. Dann hätten wir hier noch Sultaninen. Da auch nochmal drauf achten, dass die nicht mit irgendwelchen Bienenwachs oder so als Trennmittel behandelt werden. Da wird auch die komplette Menge benutzt. Ihr findet die Mengen ja wie immer in der Infobox nochmal. Hier hätten wir Hefe. Dann brauchen wir noch ein bisschen geriebene Zitronenschale. Die könnt ihr natürlich auch frisch reiben, wenn ihr das möchtet. Eine ganz große Menge Mandeln benötigen wir und ein paar Bittermandeln. Die gibt es meistens nur in so kleinen Päckchen. Die müssen wir dann noch vorbereiten, das zeigen wir noch. Ein bisschen Bittermandelaroma kommt auch noch mit dazu. Und ihr könnt natürlich auch gerne nur Bittermandelaroma nehmen und die echten Bittermandeln weglassen, wenn ihr das nicht möchtet oder wenn ihr die nicht bekommt. Die gibt es normalerweise in Apotheken und Reformhäusern. Dann hätten wir noch Backpulver, Vanillezucker, einen Eiersatz eurer Wahl. Wir haben jetzt hier einen, den gibt es, glaube ich, im Penny. Dieses Food for Future hat sich... War mal im Angebot, hat sich rausgestellt, funktioniert eigentlich auch ganz gut für meine Zwecke. Genau. Und dann als Butterersatz bzw. als Margarineersatz nehmen wir die Rama. Ihr könnt dann natürlich auch gerne eine andere Margarine-Schmalz verwenden, der euch halt lieb ist oder den ihr bekommt. Und dann optional hätten wir hier also den Rum für die Rosinen. Wenn ihr das nicht möchtet, nicht mit Rum arbeiten möchtet, dann nehmt ihr einfach ein bisschen Rum-Aroma. Oder ihr könnt auch sehr gerne sowas wie Apfelsaft verwenden. Einfach, dass die Rosinen sich ein bisschen wieder mit Flüssigkeit vollsaugen und die dann halt im Kuchen eine angenehmere Konsistenz bekommen. Genau, das wären also so alle Zutaten, die ihr benötigt.
So, eine der Vorbereitungen, die wir schon an einem Abend oder Tag vorher machen müssen, ist halt auf jeden Fall die Rosinen oder Sultaninen in Rum einweichen oder in Apfelsaft, wie alternativ möglich. Ja, ich hoffe, es passt. Ich habe gerade noch überlegt. Naja, es ist recht voll, aber es wird gehen. Also ihr gebt quasi die Rosinen alle in eine Schüssel und nehmt dann ja die Flüssigkeit eurer Wahl. Im Zweifelsfall könnt ihr auch einfach Wasser verwenden. Das wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Und wir haben eben, wie gesagt, hier diesen Rum. Ich habe jetzt hier einen Becher, da passen so 70 Milliliter rein. Ich würde jetzt einfach ja, zweimal den Becher voll machen, vermutlich. Oder beziehungsweise wir schauen jetzt mal, wenn ich einen dran gegeben habe, wie benetzt die dann schon sind. Naja, wir geben noch ein bisschen was rein. Also ich habe jetzt hier 70 und dann mache ich nochmal so 50 Milliliter dazu, dass ihr einen Anhaltspunkt habt. Das schreibe ich natürlich auch mit in die Infobox. Und dann wird das Ganze mal gut umgerührt. Muss ich nur kurz einen Löffel holen. Moment. Genau, dann wird es einmal gut umgerührt. Und jetzt lasst ihr das halt einfach über Nacht schön stehen, dass die Rosinen sich mit dem Rum vollsaugen. Möglichst schmeißt ihr die nicht raus. Ihr deckt das ein bisschen ab und könnt es aber gerne auch bei Raumtemperatur stehen lassen. Genau, ab und zu, wenn ihr mögt, nochmal ein bisschen umrühren. Ich habe das Gefühl, der Rum ist mir einfach beim Ausschenken schon gleich in den Kopf gestiegen. Deswegen fallen hier alle Rosinen raus. Aber ja, dann sind die auf jeden Fall morgen ein kleines bisschen hydrierter wieder. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite, die Mandeln, das kommt jetzt gleich. Der nächste Schritt, der noch gemacht werden muss, am besten am Abend vorher, sind die Mandeln. Wir haben uns jetzt hier für gemahlene Mandeln entschieden. Ihr könnt die aber gerne auch im Ganzen kaufen und die dann selber mahlen. Das ist euch überlassen. Und die Bittermandeln sind vor allen Dingen das Wichtige. Die gibt es halt nicht gemahlen, da das Aroma sonst verfliegen würde. Wir haben jetzt keine typische Nussreibe. Deswegen werde ich das jetzt hier in diesem Mixer sozusagen, also in diesem, keine Ahnung, es gehört zu meinem Pürierstab dazu, in diesem Gerät machen. Und ich gebe aber die Bittermandeln nicht nur alleine hier rein, sondern ich gebe noch ein paar gemahlene Mandeln dazu, weil das ist ein relativ großes Gefäß, wie ihr sehen könnt, und da werden die Bittermandeln sonst ein bisschen verloren und dann funktioniert einfach das Zerteilen nicht so gut. Ja, genau, es fällt wie immer alles raus. Also so ein bisschen was als Grundlage schon mit rein. Und dann kommen hier unsere Bittermandeln dazu. Wie gesagt, ihr könnt die natürlich schnipsen, aber bei den Mandeln hier, wie ihr sehen könnt, da wurden die Häutchen auch nicht alle abgezogen. Deswegen, wir lassen die einfach dran. Das schadet ja nicht. Wir werden das jetzt hier einmal klein hacken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier haben wir jetzt einmal die gemahlenen Nüsse. Die geben wir jetzt hier in einen Topf. Achtet da einfach nochmal drauf, dass halt möglichst keine ganzen bitteren Mandeln mehr drin sind oder sehr große Stücke. Aber ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Wie gesagt, der Trick ist halt bei so großen Gefäßen sinnvoll. Hier haben wir noch ein großes Stück bittere Mandel. Das machen wir dann einfach nochmal hier in den Pürierer mit rein. Und genau, der Rest sieht gut aus. Dann könnt ihr quasi alle anderen Mandeln dazugeben. Ich gebe hier noch was in den Pürierer für später. Und der Rest kommt dazu. Und dann haben wir einmal auch schon vorbereitet hier die Mandelmilch. Das sind 280 bis 300 Milliliter. Die werden erhitzt und dann wird das Ganze hier mit in die Mandeln gegeben. Und dann werden die Mandeln sozusagen damit einmal überbrüht. Also ich gebe die jetzt einmal hier schön drüber. Und dann können wir gleich noch unser Bittermandelaroma mit dazu geben. Wahlweise halt nur das Bittermandelaroma, wenn ihr keine bitteren Mandeln mögt. Oder wenn ihr kein Bittermandelaroma mögt, dann lasst das halt weg. Bei mir kommt noch ein Fläschchen mit rein. So, das war's. Und dann wird es hier einmal richtig schön umgerührt, dass überall die Mandeln schön mit der Milch vermischt sind. Das ist eine richtig schöne zementartige Pampe wird, wenn das ein Stückchen gestanden hat. Es riecht auch sofort nach bitteren Mandeln sehr intensiv, natürlich einmal durch das Aroma, aber die Mandelmasse ohne Aroma hat vorhin dann auch schon sehr schön nach Bittermandel gerochen.
Und ja, das würde ich jetzt auch zum Abkühlen erstmal so ein Stündchen draußen stehen lassen und dann könnt ihr das aber über Nacht in den Kühlschrank geben. Genau, und dann sehen wir uns morgen wieder mit den restlichen Schritten für unseren veganen Adventsstollen. So, wir haben jetzt den nächsten Tag und wir bereiten jetzt unseren Hefeteig-Ansatz vor für den Stollen. Ich habe jetzt hier schon mal das Mehl in die Schüssel gegeben und so eine kleine Mulde in der Mitte geformt. Und dann haben wir hier die ganze Hefe reingebröselt, schön klein, krümelig. Ja, da kommt jetzt von der Gesamtzuckermenge einfach mal noch so ein bis, sagen wir mal, vielleicht auch zwei Esslöffel Zucker dazu. Das ist wichtig, dass die Hefe jetzt beim Ansatz machen schon so ein bisschen aufgehen kann. Und dann haben wir hier noch unsere Milch für den Ansatz. Die ist jetzt schön handwarm, habe ich ein bisschen vorgewärmt und das ist wichtig, dass die Hefe dann auch gut aufgeht. Die geben wir jetzt hier vorsichtig mit dazu. Ihr seht, da fällt das ganze Konstrukt schon ein bisschen zusammen. Die Hefe löst sich also jetzt hier mit ein bisschen Rühren auch in der warmen Milch auf. Das ist auch wichtig, dass ihr die so ein bisschen verrührt. Einfach, dass das jetzt für den Ansatz halt schon schön verteilt ist, sage ich mal. Ne? Sobald ihr merkt, dass die Hefe sich gelöst hat, könnt ihr hier noch so ein bisschen Mehl vom Rand mit dazu nehmen, dass das ein kleines bisschen zähflüssig wird. Und wenn das dann alles schön vermischt ist, dann wird der Teig für so 15 bis 20 Minuten abgedeckt an einem angenehm warmen Ort stehen gelassen. Da geht dann das in der Mitte schon so ein bisschen auf, das seht ihr dann auch bei uns gleich. Das wird dann so ein bisschen Blasen werfen und aufblubbern und dann ist quasi der Hefeansatz aktiviert und wir können den restlichen Teig weiter bearbeiten. Und während der Hefeteig jetzt hier schön beginnt, sich zu aktivieren, werden wir dann das Zitronat vorbereiten. Das seht ihr jetzt auch gleich. Ja, also das Zitronat, ihr könnt es ja sehen, das ist relativ grob. Wenn ihr das mögt, könnt ihr das natürlich gerne so lassen. Ich persönlich mag das lieber, wenn das ein bisschen kleiner ist. Deswegen hacke ich das nochmal durch. Also das könnt ihr dann von der Größe her natürlich so handhaben, wie ihr das mögt. Ne? Ansonsten eben, wie ihr das jetzt hier seht, einfach mit einem großen Messer nochmal so ein bisschen durchhacken, dass die Stücken etwas kleiner werden. Wenn das Kamerakind nochmal hier ranfilmen will, könnt ihr jetzt sehen, dass also im Vergleich zu dem ungehackten hier schon kleinere Stückchen dabei sind. Das macht ihr dann so fein, wie ihr das gerne mögt. Und wir bereiten das jetzt also weiter vor und dann sehen wir uns wieder, wenn der Hefeteig jetzt gleich komplett mit allen Zutaten verknetet wird. Jetzt könnt ihr hier quasi sehen, wie der Hefeansatz aufgegangen ist, das Hefestückchen. Es ist also eine schöne wabbelige Masse geworden. Wir haben alle anderen Zutaten vorbereitet. Da hätten wir unsere Rumrosinen, das gehackte Zitronat und Orangeschot. Hier die Mandeln und Kondensmilch. Bei denen habe ich vergessen zu sagen, es ist ganz wichtig, dass ihr die am besten am nächsten Tag, so 2 Stunden bevor ihr das Ganze macht, nochmal rausstellt, dass die wieder Raumtemperatur bekommen können. Wenn ihr das vergesst, könnt ihr die auch gerne ein bisschen in der Mikrowelle vorwärmen, dass die handwarm sind. Kalt solltet ihr die Zutaten generell oder nicht eiskalt zur Hefe geben, sonst kann die sich erschrecken. Hier drin hätten wir dann jetzt noch unseren Eiersatz, den ich vorbereitet habe. Der wird einfach bei dem hier mit Wasser aufgeschlagen. Zucker und unsere kleinen Vanillezuckerbackpulver und Zitronenschalenpäckchen. Wie gesagt, die könnt ihr auch selber reiben. Jetzt ist es halt wichtig, ihr gebt nach und nach die ganzen Zutaten dazu. Ich würde die Paketzutaten, die ich sehr schlecht aufgeschnitten habe, wie ich gerade merke, einfach schon mal hier so am Rand mit dazu packen. Dann sind die quasi gleich mit drin. Wir vergessen das nicht und es kann sich von Anfang an schön einarbeiten. Ja, es kommt Backpulver und Hefe in dieses Rezept. Das ist halt hier so. Das gibt auch sicher Rezepte, wo das nicht so ist. Na, also wundert euch nicht. Und hier haben wir noch unsere Zitronenschale. Und dann ist es natürlich so, ihr habt hier 1 Kilo Mehl drin und relativ wenig Flüssigkeit. Also das verknetet sich mitunter nicht so super. Deswegen würde ich sagen, gebt dann immer so ein paar trockene Zutaten und ein bisschen was von diesen feuchten Zutaten, wie beispielsweise den Rosinen dazu und arbeitet das dann eben alles schön nach und nach ein. Ich mache jetzt hier mal so knapp die Hälfte der Rosinen. Und dann geht es auch schon los. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr eine ausreichend große Schüssel verwendet. Ansonsten bekommt ihr irgendwann Probleme beim Kneten, weil es wird halt sehr viel Masse. Wir haben ja zwar nur 1 Kilo Mehl, aber insgesamt kommen dann ja so um die 3 Kilo Masse raus, würde ich sagen. Deswegen, ja, es ist sehr wichtig.
Dann packen wir gleich noch die restlichen Rosinen dazu. Genau, und auch immer schön darauf achten, dass ihr wirklich bis an den Boden geht. Sonst habt ihr noch irgendwo später Teignester. Das wäre natürlich nicht so toll. Denn dann habt ihr später im Stollen halt auch blöde Teignester. So, wir arbeiten das jetzt hier alles schön nach und nach ein. Kommen noch so ein paar Mandeln dazu. Die sind ja dann auch noch mal ein bisschen, ja, wie Knetmasse, würde ich fast sagen. Und ergänzen hier auch quasi noch ein bisschen Flüssigkeit. Und ich würde sagen, sobald wir hier fertig geknetet haben und das Ergebnis optisch ansprechend aussieht, steigt ihr im Video wieder mit ein. Wenn ihr jetzt hier schon alle Zutaten drin habt, also wie ihr sehen könnt, hier ist jetzt alles leer. Hab auch noch das Ei und eben die restlichen Mandeln und Rosinen mit reingegeben. Und wichtig ist dann, dass ihr immer mal versucht, den Teig so quasi wie umzudrehen, weil sich meistens dann, wie ihr jetzt hier auch sehr schön sehen könnt, unten drunter noch ein Haufen Mehl verbirgt. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon aufgefallen ist, dass noch was fehlt, aber wir haben das Fett vergessen. Also auch wenn ich schon seit über 10 Jahren Stollen backe, heißt das nicht, dass Fehler ausgeschlossen wären. Mir ist es jetzt nur aufgefallen, weil der Teig irgendwie sehr kompakt sich noch angefühlt hat. Und deswegen, ja, geben wir das jetzt doch mal noch dazu. Ist vielleicht ganz gut. Wenn es im Rezept steht, sollte es auch rein. Ich habe das ein bisschen, oder wir haben das ein bisschen angeschmolzen. Dann ist es halt einfach angenehmer auch zum Einkneten. Und die Temperatur für die Hefe ist dann auch wieder schöner. Jetzt müsste es eigentlich dann auch gleich ein wunderschöner Teig werden, so wie ich ihn kenne und liebe. Ach, ist das toll. Und genau, wie ihr sehen könnt, hier unten ist eben immer noch so ein bisschen Mehl versteckt. Und deswegen nochmal der Hinweis, immer schön wenden. Und jetzt ist der Teig also nicht zu fest, sondern angenehm, ja, feucht und gut zu kneten. Das wird jetzt hier noch wunderschön eingearbeitet und dann kann der Teig sich so, ja, ich würde sagen, eine Stunde auf jeden Fall erstmal, vielleicht auch ein bisschen länger, abgedeckt an einem schönen warmen Ort wieder ausruhen und aufgehen. Wichtig ist, dass ihr halt einfach nach der Stunde mal schaut, ob er schon entsprechend schön fluffig geworden ist. Wenn nicht, dann lasst ihr den gerne einfach noch ein bisschen länger stehen. Also das schadet auf jeden Fall nicht, wenn der jetzt auch mal 2 Stunden oder so stehen sollte. Da guckt er einfach mal. Das kommt halt wirklich sehr auf die Hefe an, wie frisch war die und auch auf die Umgebungstemperatur. Da kann das wirklich von Teig zu Teig schwanken, wie lange der aufgehen muss. Und man muss eben auch sagen, der Teig ist halt auch sehr fest, sehr schwer durch das viele Fett und die vielen Zutaten, die da drin sind. Deswegen ist es eh so eine Sache. Das wäre jetzt also unser fertiger Teig. Dann sehen wir uns wieder, sobald der Teig schön aufgegangen ist. Wie ihr sehen könnt, unser Teig ist wirklich hervorragend aufgegangen. Er ist jetzt quasi fast aus der Schüssel geklettert. Und wir teilen den jetzt auf. Ich habe also hier schon mal was zum Abwiegen vorbereitet. Das werden also 2 Stollen, die so 1500 bis 1800 Gramm wiegen werden. Fällt jetzt natürlich erstmal wieder zusammen. Aber das ist ja verständlich. Aje, wir müssen erstmal gucken, dass wir den jetzt hier auch wirklich auf diesen kleinen Teller drauf bekommen. Genau, 1820, das ist jetzt ausreichend. Der andere Teil, der kommt wieder zur Seite. Und dann ist ganz wichtig, dass der Stollen nochmal schön durchgeknetet wird. Wir müssen uns auch die Konsistenz nochmal anschauen, dass er jetzt nicht zu weich ist. Er ist nämlich tatsächlich schon recht weich, muss ich sagen. Aber schauen wir mal. Ja, er ist fast ein bisschen... Naja, es geht. Gut, wir kneten den jetzt nochmal schön zusammen. Und dann, wenn ihr den formt, ist es wichtig, am besten ihr macht eben so eine Rolle hier und formt die schön hoch. Der läuft sowieso von alleine noch breit, deswegen lieber ein bisschen höher machen und dann im Ofen entsprechend geht er noch in die Breite. Aber wenn ihr den schon zu flach macht, dann wird euer Stollen hinterher nur so dick, aber so breit. Na? Also
das passt schon, wenn man den lieber so ein bisschen hochformt. Ihr seht ja auch, der Teig an sich, der läuft sowieso schon direkt wieder so ein kleines bisschen in die Breite. Ne? Und ich würde das Ganze also jetzt hier einmal auf dem Blech machen, dass ich euch das nochmal zeigen kann. Es ist sicherlich nicht unbedingt eine komplett traditionelle Weise, einen Stollen zu formen. Man kann den auch überschlagen oder so. Aber das hier ist ein vogtländischer Christstollen, kein Dresdner Christstollen. Und ich habe das von meiner Oma so gelernt. Genau, dann haben wir also hier einen schönen, schmalen, langen Stollen. Und achtet darauf, dass er nicht irgendwo großartig Risse hat. Ansonsten kann das sein, dass die beim Backen noch mehr aufplatzen und dann habt ihr halt Stellen, an denen der Stollen schneller brechen kann. Ihr könnt noch hier oben mit dem Messerrücken so eine kleine angedeutete Furche reindrücken, nicht schneiden und auch nicht besonders tief und auch so zu den Enden ungefähr so 3 cm Abstand lassen. Dann habt ihr quasi eine Sollbruchstelle und wir können das auch hier jetzt einfach mit dem Teigspachtel mal so machen, dass man das so ein bisschen andeutet, dass er wenn, dann hier einreißen kann sozusagen. Und dann kommt der Stollen jetzt für 50 bis 60 Minuten bei 160 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Bitte unbedingt Ober- und Unterhitze verwenden, keine Umluft, da trocknet der Stollen sonst zu schnell aus. Und er sollte halt außen schön gebräunt sein, nicht zu blass, nicht zu dunkel, da müsst ihr eben bei euren Backöfen ein bisschen schauen, die sind sehr unterschiedlich. Wenn wir den Stollen hier dann rausholen, dann sagen wir euch nochmal, wie lange er jetzt bei uns genau drin war. Dann wandert also dieser wunderschöne Kerl jetzt in den Ofen und wir sehen uns gleich mit einem für euch sofort fertig gebackenen Stollen wieder. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier unsere beiden fertigen Stollen. Das war der erste, das ist die Nummer 2. Die ist ein bisschen anders geworden von der Form. Wir haben hier in der Mitte ungefähr so diese Bruchkerbe, die wir angegeben haben. Beim ersten hat es nicht ganz so gut funktioniert. Ja, woran das dieses Mal lag, dass der Teig sehr weich war, kann ich jetzt nicht sagen, aber im Großen und Ganzen sind die beiden trotzdem recht schön geworden. Ja, die sollen tatsächlich so aussehen, eher so ein bisschen breit. So sehen die auch hier bei uns bei den Bäckern aus. Deswegen nicht wieder irgendwelche Kommentare wie, das ist ja keine echte Stollenform. Ihr könnt gerne jeder euren Stollen in der Form backen, wie ihr das mögt. Das ist mir persönlich nicht so wichtig. Hauptsache, das Ganze schmeckt gut und ist nicht trocken. Die werden jetzt noch ein bisschen abkühlen, der hier auch. Und sobald die abgekühlt sind, werden die dann noch mit veganer Butter eingepinselt und mit Puderzucker bestreut. Da nehmen wir euch dann wieder mit. Also für euch jetzt natürlich gleich. Bei uns dauert es wieder ein paar Minütchen. So, nun werden unsere beiden wunderschönen Stollen gebuttert und gezuckert. Wir haben uns hierbei für die vegane Butter von Meckle entschieden. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob die besonders gut ist. Ich bin jetzt nicht so ein riesiger Butterfan, muss ich ehrlich gestehen. Sie wird, denke ich, ihren Dienst tun. Und ich habe jetzt hier also so einen Butterpinsel und werde jetzt alles an dem Stollen einmal schön ausgiebig mit Butter einreiben. Und danach kommt dann eine wunderschöne Zuckerschicht darüber. Genau, das seht ihr sofort. Und sobald ihr den Stollen richtig schön gebuttert habt, siebt ihr hier ganz fein den Puderzucker drüber. Ihr braucht da auf jeden Fall schon ein bisschen was. Es ist so, dass die Butter natürlich an den Stellen, wo sie dicker drauf ist, einfach auch den Zucker ziemlich zieht, möchte ich mal schon sagen. Aber ihr habt da jetzt auch, sag ich mal, freie Hand, wie dick ihr die Schicht dann machen wollt. Ihr könnt natürlich ruhig auch mehrfach Butter draufpacken, das ist ganz euch überlassen. Wichtig ist, wenn ihr die erste Schicht drauf gemacht habt von dem Zucker, dass ihr beim zweiten Mal jetzt nicht nochmal richtig so drüber streicht, sondern dass ihr das am besten hier so drauf träufelt. Ansonsten ja, streift ihr halt mit dem Pinsel einfach schon wieder die erste Schicht, die drauf ist, ab und das wäre natürlich sehr schade. Dann habt ihr euch ja die Arbeit umsonst gemacht, also am besten so drauf träufeln. Das läuft dann schon noch schön breit. Und es nimmt trotzdem noch genügend Zucker auf. Ich mache es dann auch immer noch mal so, wenn ich die jetzt gezuckert und gebuttert habe und die ein Stückchen lagen, bevor sie dann wirklich angeschnitten werden, wird das Ganze einfach noch mal kurz vorm Anschnitt frisch gezuckert, weil die Butter, die zieht dann doch noch Zucker nach. Das Ganze verfestigt sich sehr schön und mit so einer richtig schönen frischen Staubzucker- oder Puderzuckerschicht sieht das Ganze halt einfach, naja, schöner aus, möchte ich jetzt mal so sagen. Genau. Das Kamerakind hat jetzt auch noch was, was es euch sagen möchte.
Genau, ich habe nämlich hier Baumels, immer mal so. Ist uns jetzt aufgefallen, dass während des Videos immer mal das Kabel reingebaumelt ist. Wir haben so ein bisschen eine neue Drehtechnik auch ausprobiert und leider halt habe ich nicht bemerkt, dass das Kabel ab und zu drin hängt. Deswegen sorry an der Stelle dafür. Genau, aber ich hoffe, es ist zu verkraften. Ich persönlich würde sagen, wahrscheinlich schon. Und die Steuern, die wandern jetzt hier so für wahrscheinlich 4, 5 Wochen in die Einlagerung. Da können die gut durchziehen. Wenn ihr später dran seid mit Backen oder den Stollen schneller essen möchtet, reichen aber theoretisch auch, sagen wir mal, 2 Wochen. Er sollte aber schon so ein bisschen durchziehen können, weil sich die Aromen einfach besser entfalten. Und ja, wir müssen uns jetzt gedulden. Ihr erfahrt natürlich gleich, wie es weitergeht, wie der Anschnitt aussieht. Und ihr seht auch gleich, ob uns denn der vegane Stollen schmeckt und was wir sagen, ob wir einen Unterschied zu unserem regulären Rezept rausfinden. Geschmack. Und nun, circa 4 Wochen, glaube ich, später, ist hier unser gebackener und gereifter Stollen. Also wir haben jetzt erstmal nur einen hier rausgeholt. Und wie ihr sehen könnt, ist natürlich der Zucker mit der Butter zu einer richtigen schönen feuchten Kruste zusammengeschmolzen. Deshalb kommt jetzt hier noch so ein bisschen Puderzucker drüber, um das Ganze wieder hübsch zu machen. Und dann schneiden wir den mit euch gemeinsam an. Und schon sieht er natürlich noch viel besser aus als sowieso schon. Alles schön mit Zucker wieder eingesaut sozusagen. Und jetzt schneiden wir das Ganze an. Wenn ihr den Stollen anschneidet, schneidet den bitte immer mittig an. Das ist wichtig, damit ihr den dann anschließend von beiden Seiten wieder zusammenschieben könnt. So bleibt die Schnittfläche verschlossen und ihr habt keine Gefahr, dass der Stollen austrocknet. So, also dann machen wir uns ans Werk. Wir haben mal kurz die Perspektive ein bisschen geändert, damit ihr mehr im Geschehen seid. Er ist also vom Schnittgefühl her schon sehr massiv, möchte ich mal sagen. Und hier haben wir nun das Innenleben. Könnt es wahrscheinlich hier jetzt noch nicht ganz so gut sehen. Ich schneide jetzt mal ein Scheibchen ab und dann gucken wir uns das nochmal auf einem Teller an und danach geht es dann rüber und die Geschmacksverkostung wird vollzogen. Und hier ist er nun, der fertige vegane Stollen. Ihr seht ihn auch nochmal richtig in Nahaufnahme. Also er hat nicht gebröselt, er hält schön zusammen. Man hat eine schöne Färbung durch die Mandeln. Und die Rosinen, finde ich, sind jetzt auch von der Menge her ganz gut verteilt. Klar hat man mal ein Stückchen, wo es ein bisschen weniger ist, hier ein bisschen mehr, aber das habt ihr bei einem normalen Stollen ja auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt sofort drüben wieder. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Und dann bin ich gespannt, ob der auch so gut schmeckt, wie er aussieht. Oh, da sich unsere Bisas schon einen Teller Ja. geschnappt haben, hast du halt Pech gehabt. Ich habe mir einen eigenen geholt. Ich finde das irgendwie ein bisschen unfair. Ihr dürft auch gerne später an dem leckeren veganen Stollen weiteressen, aber ich nehme euch das jetzt erstmal weg. Ja, also, ihr habt jetzt gesehen, was alles drin ist, wie der ganze Prozess abgelaufen ist, wie er hergestellt wurde. Und jetzt werden wir als Stollen-Sommeliers quasi fungieren und das Ganze mal verkosten, ob das unseren Ansprüchen und unseren ja, Erfahrungen der vorigen Jahre beim Stollengeschmack halt ja, Richtig. gerecht Also, wird. ich sag mal so, um den Hintergrund so ein bisschen zu bilden, ich habe in der Kindheit zur Weihnachtszeit also mindestens 3 verschiedene Stollen. Waren nicht alle selber gebacken, gebe ich zu, aber teilweise auch am Tag. Also wir sind von einer Oma zur anderen, dann noch zur Großtante gefahren und überall gab es Stollen. Also ich meine, Stollentasting. ja. Hey, das wäre auch mal eine coole Idee zur Weihnachtszeit. Nicht sowas, wo man von Bar zu Bar geht und dort, keine Ahnung, Bier oder Wein verkostet, sondern man geht so von Café zu Café und überall isst man so ein Genau. Stückchen Ich habe Stollen. jetzt erst gedacht, von Oma zu Oma. Man sucht sich verschiedene Omas von Genau, irgendwelchen die können Bekannten sich, die aus. Oma oder die Omas können sich anmelden und dann kann man da einen Termin buchen, wo man dann, was weiß ich, in kleineren Gruppen, müsst ja nicht gleich total verrückt sein. Oder die gibt einen einfach bloß ein Stückchen Stollen an der Hauptsuppe Genau, entgegen. und hier kostet mal. Genau. Ja, genug Würde geredet. ich Ich auch würde sagen. sagen, dann. Ups. Ja. Gekonnt. Wir essen. Kostet erstmal was von der unteren Hälfte.
Also auf jeden Fall sofort natürlich Stollen. Der Geschmack Rosinen, die Mandelaromen, der Zucker obendrauf kommt sofort durch. Ich könnte jetzt hier einfach weiter essen. Mhm. Also geschmacklich ist er wirklich sehr gut. Er schmeckt, wie du schon sagst, mandelig, rosinisch. Die Rosinen sind auch richtig schön weich und saftig, muss ich sagen. Mhm. Ich würde persönlich sagen, er ist ein kleines bisschen bröslicher, trockener als der letztes Jahr. Ja. Da bin ich aber nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich an diesen fehlenden zwei Eiern liegt oder generell daran, dass der halt jetzt vegan ist, sondern das kann auch einfach sein, dass wir den doch 10 Minuten länger drin hatten, als er gebraucht hat. Das Problem ist halt, dass du natürlich bei einem Stollen immer schlecht abschätzen kannst, wenn der halt außen schön braun ist, ist er dann innen eventuell noch ein bisschen ungebacken oder so. Ja. Und ich backe den eigentlich immer 50 Minuten. Und trotzdem habe ich festgestellt, dass es gefühlt jedes Jahr scheinbar backt der Ofen anders. Also keine Ahnung. Ich hatte auch schon Jahre da also wirklich fast zu trocken geworden und da habe ich ihn auch nicht länger gebacken. Also ich kann es euch nicht erklären, aber es ist nicht zu trocken, also das nicht, aber er ist nicht ganz so saftig wie der letzte. Richtig, also das muss ich auch sagen, ich bin ja bei trockenem Stollen auch sehr kritisch. Also wir hatten früher auch dann teilweise sehr trockene Exemplare, wo du halt dann schon angestrengt bist, den zu essen, weil er muss schon eine gewisse Saftigkeit haben. Der hier ist noch an der Grenze sozusagen, dass du sagst, okay, er ist nicht zu trocken. Er ist aber schon in gewisser Weise trocken, ne, wie du schon sagst, mhm, als der andere. Aber absolut noch in einem verträglichen Maße. Es könnte aber auch daran liegen, die letzten Jahre hatten wir den Stollen immer auf halber Treppe im Abstellraum, im kühlen Abstellraum gelagert. Das haben wir jetzt hier in der neuen Wohnung nicht mehr. Ja. Das heißt, der lagert hier in der Wohnung im, ich nenne es mal, kältesten Zimmer. Das ist aber natürlich trotzdem nicht so kalt, wie es dieser Abstellraum auf halber Treppe war. Ja. Das bedeutet, es ist wärmer, es kann mehr Luftfeuchtigkeit gebunden werden zwar, aber es verdunstet natürlich auch mehr Feuchtigkeit in die Luft rein. Ja. Und der ist zwar in einer eigentlich relativ gut abgedichteten Dose, aber ob das so zu 100% dicht ist, kann ich auch nicht einschätzen. Also eventuell hängt es einfach auch am Lagerort noch so ein bisschen. Ja. Wir brauchen für nächstes Jahr auf jeden Fall ein Laminiergerät. Also nee, hier, wie heißt denn das? Vakuumiergerät. Ein Laminiergerät für Essen. Ja, und dann wird er einfach laminiert. So macht es ja hier mein Lieblingsbäcker oder mein Bäcker mit meinem Lieblingsstollen auch. Der ist vakuumiert, ja, und da kann halt nichts verdunsten. Ja gut, das stimmt. Also ich finde auf jeden Fall sehr gut. Und wie gesagt, du hast es ja vorhin schon im Intro angesprochen. Ich bin ja grundsätzlich, was so diesen Vegan-Trend betrifft, eher distanziert. Also ich probiere gern mit, sag auch, okay, das esse ich gern oder möchte ich nochmal haben. Aber in dem Sinne geht mir halt nicht auf die Nerven mit diesem Zeug. Ne? Also mit diesem, du musst unbedingt. So bin ich halt eingestellt, wenn was schmeckt, esse ich es absolut. Und hier muss ich sagen, es ist sowas von egal, ob das vegan oder normal ist, weil es schmeckt einfach trotzdem, wie du es kennst. Die Konsistenz und so, das hat ja, wie du es schon erklärt hast, vielleicht andere Hintergründe. Aber diese Grundidee des Stollens, dieser Grundgeschmack, das, was es in dir auch auslöst an Weihnachtsgefühlen, keine Ahnung was, das ist vollkommen egal, ob das ein normaler oder ein veganer Stollen ist. Und darum geht es ja im Endeffekt auch. Deswegen, um da auch schon mal von einem wirklich bei dem Thema auch kritischen Personen gegenüber anderen Kritikern vielleicht den Wind aus den Segeln zu nehmen, die halt sagen, grundsätzlich veganes Zeug kommt mir nicht auf den Tisch. Probiert's einfach. Ob ihr es dann weiter esst oder so, das ist sowas von egal. Egal, wer euch da was sagt. Ihr müsst entscheiden, was euch schmeckt und das ist das Wichtigste. Und der hier ist als Stollen absolut gut. Na, also es gibt genauso gut auch trockene oder teils wirklich sehr trockene herkömmliche Stollen. Deswegen würde ich das jetzt hier auch nicht als Ausschlusskriterium für den veganen Stollen sehen. Ich denke, wie gesagt, das liegt auch an anderen Komponenten, dass man eben eventuell doch ein bisschen lang drin hatten oder dass wir ihn zu lang auskühlen lassen haben, bevor wir die Butter drauf gemacht haben, weil das versiegelt ja dann auch noch so die Feuchtigkeit mit drin oder der Lagerort. Und wie gesagt, es ist auch nicht zu schlimm. Und wie ihr auch sehen könnt, also
Klar haben wir hier so ein paar Bröselchen drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Aber der ist jetzt auch nicht so trocken, dass man mit der Gabel reinsticht und dann hat man halt kein Stück mehr hier. Das ist alles noch normal essbar. Also das würde ich auch nicht zu übertrieben sagen. Aber wir hatten letztes Jahr und ja auch so schon saftigere, sage ich mal. Aber ist trotzdem gut. Ja. Und geschmacklich, meiner Meinung nach, steht der einem normalen Stollen gar nichts nach. Also der schmeckt genauso, wie es ein herkömmlicher Stollen ist. Und ich werde den jetzt natürlich dann auch noch mit meiner Familie mitnehmen. Die wollten das gerne mal probieren. Ich werde ihn auch mal in die Arbeit mitnehmen. Und ob ich das dazu sorge, dass der vegan ist, oder ob ich die erstmal ein Stück probieren lasse und dann vielleicht im Nachgang. Eine gute Taktik, genau. Ja. Weil ich glaube, wenn man diesen Stollen isst und es nicht weiß, merkt man es nicht. Also woran soll man es auch merken? Wie gesagt, ich bin persönlich nicht der Meinung, dass ein Stollen in Gebäck ist, das schwierig zu veganisieren ist. Bei einem, was weiß ich, einem Käsekuchen ist es wahrscheinlich grundlegend auffälliger, weil die Masse von einem veganen Frischkäse oder einem veganen Joghurt, Quark oder was auch immer du nimmst, die wird anders schmecken. Definitiv, die wird einen anderen Beigeschmack haben. Ja. Aber hier drin, meine Güte. Ja. Für mich ist es auf jeden Fall ein Richtig, für mich auch. Ich würde jetzt eine 4 bis 4,5 geben. Ja, so in der Richtung auch. Ich weiß nicht, tatsächlich nicht mehr, was ich letztes Jahr gegeben habe, ob wir da überhaupt Wertung gegeben haben. Keine Ahnung. Aber ich würde auch so eine 4,0 geben. Absolut top für den Stollen. Sehr, sehr okay. Ja, wie gesagt, was das Thema Stollenvarianten betrifft, haben wir alles gesagt. Ihr könnt... Nee, haben wir nicht. Stollenvarianten schließt ja auch ein, ihr könnt Mohnstollen backen, ihr könnt Marzipanstollen backen, ihr könnt Rosinenstollen backen, ihr könnt auch Cranberries in den Stollen backen. Ja. Statt Rum könnt ihr Whisky oder was auch immer für einen Alkohol nehmen, den ihr mögt. Ihr könnt Amaretto verwenden, wenn ihr die Bittermandelnote mehr möchte. Es sind unglaublich viele Möglichkeiten. Natürlich ist es unter Umständen kein ganz das Mikrofon. Oh! Das ist dann vielleicht kein ganz traditioneller Stollen mehr. Aber grundlegend ist es trotzdem dann euer Stollen. Und ja, jetzt haben wir, glaube ich, alles gesagt. Genau, ich meine ja eher so die regionalen, aber du hast natürlich vollkommen recht, was das auch betrifft. Deswegen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Macht einfach das, was euch schmeckt. Und wenn es am Ende eine ganz eigene neue Kreation ist, umso geiler, ihr habt was geschaffen. Und vor allen Dingen gibt es ganz viele Leute, ich kau kurz hinter. Jam. Könnte es uns Leute triggern? Gibt es ganz viele Leute, die würden sich nie zutrauen, den Stollen selbst zu backen, kritisieren aber an anderen rum. Also wenn ihr einen Stollen selber backt und euch schmeckt er, dann lasst euch nicht reinreden. Die anderen sollen erstmal selber was Vergleichbares vorlegen. Ansonsten können die gerne ganz ruhig sein. Das ist auch ein Punkt, das stimmt. Denn wie bei vielen anderen Sachen, wenn du es selber versuchst, kannst du sagen, okay, ich habe es gemacht. So ein bisschen, ich muss immer wieder auf einen meiner Lieblingsfilme, The Social Network, wo es dann heißt, ich habe sehr viel Schlechtes über dich gelesen. Ist toll, weißt du, was ich über dich gelesen habe? Nichts. Ne? Von daher, ja, genug dessen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Resonanz, wie es euch gelungen ist, vielleicht auch, was ihr davon haltet. Und für alle, die den hier nicht backen wollen, sondern den original vogtländischen Küststollen, das Video wird hier jetzt auch nochmal verlinkt. Genau. Schaut es euch gerne Kommentiert an. Gerne bei beiden Videos fleißig und backt ordentlich nach. Genau. Man kann nie genug Stollen haben, oder? Das ist richtig, auf jeden Fall. Und auch fleißig teilen, dass es ganz viele Leute sehen. Und gerne einen Daumen hoch. Nochmal auch vielen Dank für die viele gute Resonanz letztes Jahr. Und wir hoffen natürlich, dass es dieses Jahr dann genauso wird. Denn so kann unser Kanal auch weiter wachsen. Das mit euch zusammen. Besonders. Vielen Dank und viel Spaß beim Backen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Frohe Weihnachten.